Moin moin Freunde, was geht? Ja und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hot oder Schrott. Und ja, ich habe mal was zugeschickt bekommen von zwei Firmen. Und das ist einmal ein 3D-Druckerstift, ein 3D-Pen. Ah, deswegen heißt es heute auch ein bisschen Let's Draw oder Let's Print, sage ich mal. Und noch gleich was anderes, das kommt aber gleich bei einem zweiten Abschnitt. Erstmal werden wir jetzt das hier öffnen. Könnt ihr nochmal hier sehen, ganz genau. Das werden wir jetzt hier öffnen. Und ich würde mal sagen, nicht so lang schnacken, wir packen es aus. Bevor ich damit anfange, nochmal ganz wichtig, ist ja gerade so ein bisschen Bestimmung. Ich wurde dafür nicht bezahlt. Es ist meine eigene Meinung über das Produkt. Und wie gesagt, ich wurde halt gesponsert. Das steht aber alles in der Infobeschreibung drin. Oder halt hier oben stand das hier gerade. Deswegen fangen wir einfach mal an. Ich habe ja schon letztes Jahr alles hier hingelegt. Und ich habe auch hier noch so eine Packung hier Kunststoff zum Drucken. Das wurde mir alles zugeschickt zum Testen. Und ja, mal gucken, was da jetzt so hier los ist, hier wie das funktioniert. So, haben wir es mal geöffnet und der sieht eigentlich ganz schick aus, der Stift, muss ich ganz ehrlich sagen. Könnt ihr mal hier so sehen. Also ich finde den eigentlich ganz gut verarbeitet, muss man ganz ehrlich sagen. Ne, ich meine, das kann man nochmal hier nochmal vernünftiger sehen. Es ist halt ein schwarz-weißes Teil mit einer LCD-Anzeige und hier kommt wahrscheinlich das rein. Also von der Art ist es gut verarbeitet. Die Sachen kosten uns ca. 42 Euro zusammen. Ich glaube, der Stift kostet 28 Euro, aber es steht alles in der Infobeschreibung drin, was der kosten soll. Und dann gucken wir mal, ob das was taugt. So, und zum Probedrucken hat man dann halt dieses Orange hier, Orange Kunststoff. Was haben wir noch hier so drin? Einmal das Netzteil. Oh, schmeiß weg. Und einmal ein USB-Stick zum Aufladen. Und, ach ja, und der Halter wahrscheinlich zum Abkühlen, sage ich mal so. Ne? Das kommt ja alles so rein. So, ich habe jetzt mal alles angeschlossen und jetzt kommt erstmal das hier rein in die Steckdose. Wie ihr sehen könnt, ist jetzt hier eine LCD-Lampe aufgeleuchtet. Und jetzt gucken wir mal, wie das hier funktioniert. Ich werde jetzt mit diesen Orangen was für euch malen. Und da bin ich mal gespannt. Ich habe nämlich eine Druckvorlage rausgesucht aus dem Internet. Das ist nämlich eine Brille. Und das werde ich gleich mal so umsetzen. Mal gucken, ob das so funktioniert oder nicht. Da bin ich mal sehr gespannt. Ja, also die Vorlage habe ich jetzt gewählt. Man kann mit dem Stift ungefähr 3 Stunden was machen, also man sollte es danach auch nicht überschreiten, weil nicht, dass die Düse und der Motor kaputt gehen. Der wird sogar bis zu 200 Grad heiß. Vielleicht wird erstmal alles hier explodieren. Ah, jetzt klappt das. Ich frage mich die ganze Zeit, wie klappt das denn hier die ganze Zeit? So, jetzt habe ich da mal raufgedrückt. Jetzt hat es die Geschwindigkeit, wie ihr es hören könnt. Und jetzt würde ich mal sagen, jetzt wird das wahrscheinlich nach vorne gezogen. Also ich musste erstmal überlegen, wie geht das überhaupt? Wahrscheinlich wird das jetzt nach vorne gezogen mit der Hitze. Und dann kommt das hier vorne raus. Ich bin mal wirklich gespannt, wie das hier funktioniert. Oh, da kommt schon was raus, aber das ist die erste Flüssigkeit. Ah, jetzt. Ja, das ist ja auf jeden Fall nicht so einfach, wie man es sich denkt. Aber es funktioniert. Es funktioniert auf jeden Fall. Ja, so, ich habe es geschafft. Ich habe jetzt so eine Art Brille gemacht und man hat ja auf jeden Fall gemerkt, man muss mit diesem Teil schon ein bisschen Übung haben. Also als Laie sollte man das nicht verwenden. Es wird nämlich auch so heiß. Es sind ja halt, wie man hier sehen kann, das sind ungefähr 200 Grad jetzt da drinne und das Gehäuse wird nicht heiß, aber das hier vorne wird heiß, sollte man auch nicht anfassen. Wobei, ich habe es mal ganz kurz angefasst, das ist wie so eine Heißklebepistole in der Art. Und es sollten trotzdem Kinder nicht anfassen, wenn, dann sollten Erwachsene dabei sein auf jeden Fall. Es steht drin ab 5 Jahren, ich finde es aber noch ein bisschen zu früh ab 5 Jahren. Es ist kein schlechtes Teil, man muss es nicht unbedingt sich jetzt kaufen, aber dennoch ist das irgendwie cool, ein bisschen zum Üben, sag ich mal. Oder wenn man basteln möchte und so weiter, man kann natürlich auch Schrauben damit machen, man kann ja alles Mögliche damit machen. Man kann ja auch da Angry Birds mit machen, Minions. Aber wenn man so viel hat wie ich jetzt hier mit diesem ganzen Set, das werde ich jetzt hier ein bisschen üben dann. Dann kann man auch Super Marios machen, alles Mögliche.
Also ich finde, das ist schon eine coole Sache irgendwie. Ich finde das Teil von, ich glaube, der Firma heißt Zip-Eye. Finde ich gar nicht schlecht und das ist für mich schon ein Top. Und bekommt von mir 4 Sterne von 5 Sternen. Also 4 Sterne bekommt es auf jeden Fall. Und dann hast du hier halt eine Brille. So, also auf jeden Fall funktioniert das Teil. Und du hast hier eine Brille, das ist wirklich hart, sag ich mal. Und das ist doch schon cool, klar. Ne? Also ist halt Spielkram. Ja, und die zweite Sache, die mir zugeschickt wurde, so ein bisschen geekmäßig, sag mal, eine Art. Ich habe erst geschmunzelt, ja, soll ich das überhaupt annehmen? Es ist ein Solar Energy Wall Light. Und hier ist das Gerät. Finde ich das ganz cool verarbeitet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das kann man hier so sehen. Mit einem Bewegungsmelder auf jeden Fall hier vorne. Man muss auf jeden Fall die Lampe nicht tauschen, also no bulb change in troubles anymore. Also das ist schon mal sehr gut, dass man auf jeden Fall die Lampe nicht tauschen muss. Es ist auf jeden Fall Spritzwasser geschützt, nach IP65. Ja, halt ja diese Remote-Sensor ist ja dabei, für die Light-Sensor, ja okay. Und halt 3 Lichter-Modis gibt es halt in dieser. Man kann es halt auch dimmen. Man kann es auf jeden Fall auch dimmen und mal gucken, wie das funktioniert. Ich werde es auf jeden Fall jetzt aufladen und dann würdet ihr das dann nachher sehen, wie das ungefähr, ich werde es hier aufhängen für einen kurzen Test, aber ich werde auf jeden Fall das euch zeigen, wie hell das Teil, ob das überhaupt was taugt oder nicht. Ja, wie gesagt, von der Verarbeitung bin ich eigentlich ganz zufrieden. Muss ganz ehrlich sagen, okay, das ist jetzt hier eigentlich ganz gut ausgefriest oder ich denke mal, das ist hier alles hier gegossen. Also von der Verarbeitung und von den Kanten finde ich das auf jeden Fall sehr gute Qualität, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Teil kostet, glaube ich, irgendwie 40 Euro. Es wird immer so kuriose Sachen geben im Top oder Schrott. Und ich finde, sowas kann man ja auch mal zeigen. So, wie ihr seht, ist es dunkel und es müsste sich ja auch angeblich aufgeladen haben. Jetzt drücke ich auf den Button und mal gucken, ob der halt angeht. Und zack, ging es an. Man muss ein bisschen weiter weg sein, dann geht es an und man sieht, das ist auf jeden Fall super hell. Und man soll es auf jeden Fall ein bisschen vorher aufhängen. Aber es funktioniert, hätte ich nicht gedacht. Also, muss sagen, es ist super hell und für den Preis kann man das nehmen. Also manche halten nicht dieses Wort ein. Ich glaube, da sollten jetzt 63 LEDs eingebaut sein. Und dafür kann man es sogar noch dimmen, wie ihr sehen könnt. Und man kann sogar noch Mode machen. Und ich finde es eigentlich eine super Sache. Also hat auf jeden Fall es hat seine 4 Sterne verdient. Ja, also ich würde sagen, die beiden Produkte bekommen einen Daumen schräg nach oben. Und es ist auf jeden Fall top und kein Schrott. Würde ich sagen, Leute, bis dann und ciao und bam.